Lass uns noch warten. Alles klar. Etwas nach Wii U fliegt gleich aus dem Fenster, ey. Das war nicht fair. Du erinnerst mich gerade, kennst du Marc-Uwe Kling? Das ist ein Mensch? Ja, das ist ein Mensch. Ein sehr lustiger Mensch. Du solltest mal das Hörbuch von Die Känguru-Chroniken hören. Ja, ist sehr gut. Habe ich mal von gehört, aber ich habe es nicht gehört. Warte. Seid ihr noch da? Ja. Da gerade kam so ein Beat irgendwie. Ja, es war, das Mikro ist verrutscht, also der Controller. Das ist das einzige Problem, wenn es nicht ganz still liegt, dann ja, so Connection-Probleme. Oh ja, genau, ja, klar. Hm? Ich schau gern wie eine betrappte Kuh. Ich dachte aber erst, ne, dass das wäre ein Wüstenlevel, aber jetzt, als ihr das mit Käse gesagt habt, jetzt sehe ich ihn auch überall. Was? Ich flieg natürlich voll in diesen Scheiß. Kaputt. Oh, natürlich. Das musste ja passieren. Wem auch sonst. Alter. Wow. Alter, Alter. Patrick, Alter. Hier, nimm diese scheiß Feuerblume. Warum denn ich? Weil du mich gerade mit deinem scheiß Horn da angehst. Warum fährst du dann gegen die Bande, du Trottel? Nee, er hat dich Patrick genannt. Oh, Mats ist vor mir. Er bittet da. Lifetime-Feind. Ich kann euch ja mal bekannt machen. Arm drücken. Arm drücken. Also virtuelle. Ich hab keine Chance. Ja, das ist bei Monster Hunter das Arm drücken oder was? Ja, ja. Zumindest hat Peter einmal verloren gewesen. Einmal und einmal hast du verloren. Er hat 50-50 schon mal. Und dann hat sich keiner mehr getraut zu spielen, weil man könnte ja verlieren. Vermutlich. Ey, da gebe ich voll Gummi und bin immer noch mit da. Versteh ich! Oh! Wer war das? War das Ted? Was denn? Du warst das, ne? Hast du nicht hier mit dem Roten abgebildet? Nee, oh, jetzt kommt schon Thomas Johansson schon wieder. Wer auch immer Erster ist, der wird jetzt abgeballert. Gerade mit dem blauen Panzer an mir, mit dem Bulletbird an mir vorbei. Der Bulletbird. Ja! Gib Gummi, komm! Oh, toll, das hat mir ja gar nichts gebracht. Da, jetzt bin ich Erster. Jetzt. Oh, Kirby und Matze Gleichstand, Alter. Ah, Kirby. Irgendwann, der Gewinner bekommt eine 15€ E-Shop-Card, ne? Kann das nicht der Wir hätten Kirby und Matze ausladen sollen. Gesponsert ja. Von Nico.